Herzlich willkommen bei Find Your Lifestyle. Mein Name ist Sandra und es freut mich, dich begleiten zu dürfen auf der inneren Reise zur Ahnenkraft. Bitte such dir deinen Wohlfühlplatz, mach es dir bequem, nimm eine angenehme Haltung für dich ein, im Liegen, im Sitzen. Und achte auf eine Umgebung, in der du ungestört diese Zeit für dich genießen kannst. Wenn du Platz genommen hast, dann beobachte deine Atmung. Merkst du, wie deine Nasenflügel abwechselnd kalt und warm werden durch das Ein- und Ausatmen? Spürst du, wie deine Bauchdecke sich hebt und sinkt durch das Ein- und Ausatmen? Deine Atmung wird mit jedem Wort, das du von mir hörst, flacher und flacher. Und du kannst sie sogar bis in den Rachen wahrnehmen. Ja, sogar bis in die Lunge. Spürst du es? Diese Zeit gehört dir und wir steigen jetzt aus Raum und Zeit, aus jeglichem Druck, aus jeglichen Gedanken. Und wenn letzte Gedanken noch da sind, werden auch die jetzt vorbeiziehen, wie Wolkenfelder am Himmel. Geh mit deiner liebevollen Aufmerksamkeit in deinen Körper und spüre, wie dein Körper schwer wird. Und spüre, wie alle Muskeln vollkommen locker lassen. Da, wo du jetzt sitzt oder liegst, spürst du, wie dein Körper sich satt fallen lassen kann. Ankommen kann, genau in diesem Moment. Spüre von den Fußspitzen bis ins Gesäß, wie jeder Muskel in den Beinen immer lockerer wird. Und mit jedem Wort, das du von mir hörst, wirst du immer entspannter. Und solltest du Geräusche im Außen wahrnehmen, bringen sie dich in einen noch tieferen Zustand der Entspannung. Und sobald deine Muskeln in den Beinen locker und entspannt und gelassen sind, spürst du auch vom Gesäß bis hoch zu den Schultern, im Rücken und im vorderen Bereich vom Unterleib bis hoch zum Brustkorb vollkommene Entspannung. Und nimm wahr, wie du in diesem Moment immer mehr ankommst. Sobald dein Oberkörper locker ist, spüre in deinen Hals, in den Nacken, in den vorderen Halsraum, bis in jeden einzelnen Gesichtsmuskel, bis die Kopfhaut, der Hinterkopf, sogar die Haare vollkommen entspannt sind. Und stell dir vor deinem inneren Auge in diesem Raum, wo du dich gerade befindest, an einer x-beliebigen Stelle eine Tür vor. Und du weißt, dass wir uns jetzt zu einer Reise aufmachen in dein Unterbewusstsein, an einen sicheren Ort. Du freust dich bereits und siehst die Tür klar vor dir, welche Farbe, welche Form sie hat. Sie entspricht genau deinem Wesen und jetzt ist alles möglich. Du machst dich leichten Schrittes auf zu der Tür, öffnest sie
und kannst klar vor dir Treppen sehen, die in dein Unterbewusstsein führen. Du setzt deine Fußspitze auf die erste Stufe auf und wirst nochmal müder und entspannter. Und du weißt, dass wir jetzt 5 Stufen hinabsteigen. Und bei der 5. sind wir in deinem Unterbewusstsein angelangt. Und du nimmst die 2. Stufe und siehst deine Fußspitzen aufsetzen. Deine Atmung wird nochmal flacher. Auf der 3. Stufe angekommen, freust du dich noch mehr, deine Ahnenkraft zu entdecken. Und du siehst deine Fußspitzen auf der 4. Stufe auftreten und wirst entspannter und müder als je zuvor und ruhiger. Und auf der 5. Stufe angekommen, spürst du bereits den Untergrund deines sicheren Orts. Wie nimmst du ihn wahr? Wie spürst du ihn? Ist er kalt? Ist er warm? Welche Beschaffenheit kannst du wahrnehmen? Welche Landschaft kannst du wahrnehmen? Welche Farben? Oder sind sogar Düfte in der Luft? Wie ist das Wetter? Hier ist alles möglich. Und noch viel wichtiger, wie fühlst du dich gerade? Spüre nach. Und lass dir jetzt Zeit, dich an diesem Ort umzuschauen, egal was du wahrnimmst. Du weißt, du bist hier sicher und geborgen. Vielleicht fallen dir genau jetzt bestimmte Dinge in deinem Umfeld, wo du dich gerade befindest, besonders auf. Vielleicht sticht dir etwas besonders ins Auge. Dann bewege dich in deinem Tempo dorthin. Vor dir eröffnet sich ganz klar dein Weg, den du jetzt beschreitest. Und wenn dir nichts ins Auge gestochen ist, dann öffnet sich dir jetzt auf deinem Weg eine Lichtung, wo du dich sehr wohl fühlst und du weißt, dass du auf dieser Lichtung deiner Ahnenkraft begegnest, genau jetzt. Sie kann sich in allen möglichen Formen zeigen, genau wie sie deinem Wesen entsprechen. Es kann ein Mensch sein, es kann ein Engel sein, es kann auch nur ein Lichtstrahl sein oder eine Farbe oder ein bestimmtes Symbol. Alles ist hier möglich und entspricht genau deinem eigenen Wesen. Und nimm jetzt Kontakt zu dieser Kraft auf. Verneige dich vor ihr, sei dankbar, dass du sie treffen darfst, denn sie wird dich ab heute in deinem Leben jeden Tag begleiten, einmal mehr, einmal weniger. Du wirst sie für den Alltag gut gebrauchen können. Vielleicht sind es auch alt vergrabene Fähigkeiten und Gaben, auf die du schon so lange gewartet hast, die du schon so lange gespürt hast, die jetzt ins Leben treten.
Und lass dir jetzt genau die Zeit, die du brauchst, um diese Kraft zu spüren. Du wirst sie ganz klar wahrnehmen durch ein Gefühl, vielleicht durch Worte, durch Botschaften. Lass dir Zeit, um diese Kraft zu assimilieren. Nimm sie auf und speichere sie in jeder Zelle deines Körpers, in jeder einzelnen Zelle deines Körpers wird diese Ahnenkraft jetzt gespeichert. Und spüre von den Zehen bis hoch zum Scheitel, dass diese Kraft jetzt in dir angekommen ist. Genau jetzt. Genieße dieses Gefühl und lass deine Botschaft im Innern ankommen. Und spüre, wie gesegnet, dass du dadurch bist. Und genieße jetzt einfach deine Präsenz. Spüre die Veränderung durch die Aufnahme dieser Kraft. Kannst du es wahrnehmen? Verweile in deinem Kontakt mit deiner Ahnenkraft. Und speichere auch in deinem Körper, in jeder Zelle, dass diese Kraft jederzeit abrufbar ist und dass sie dir in deinem Alltagsleben immer bewusster wird. Von Tag zu Tag wird es leichter. Und gestärkt durch diese Kraft machen wir uns auf den Rückweg. Verneige dich, sei dankbar. Und du weißt, du kannst jederzeit an diesen Ort zurückkehren. Solltest du Fragen haben, solltest du Zweifel haben, wende dich genau an diese Kraft. Und mach dich nun langsam in Schrittes auf, zurück zur Treppe, wo wir hergekommen sind. Du weißt, wir gehen zurück in den Alltag, in das Wachbewusstsein. Und nimm die erste Stufe. Setze deine Fußspitzen auf die zweite Stufe und sei dir bewusst, dass deine Körperfunktionen zur Normalität zurückkehren. Auf der dritten Stufe angekommen, wird deine Atmung schon etwas tiefer. Auf der vierten Stufe angekommen, kannst du deine Finger und Zehen schon wieder leicht bewegen. Und auf der fünften Stufe kannst du in deinem Tempo die Augen wieder langsam öffnen.
Lass dir Zeit, im Alltagsbewusstsein wieder anzukommen. Und wenn du magst, strecke und recke dich. Und nimm wahr, wie du dich gerade fühlst. Und wie bei jeder gemeinsamen inneren Reise hast du auch diesmal die Möglichkeit, in deinem inneren Reisetagebuch deine Inspirationen, Botschaften zu notieren. Ich bin mir sicher, dass du in Zukunft genau auf dieser Seite der Ahnenkraft noch viele Dinge zu notieren haben wirst, weil du deine Kraft von Zeit zu Zeit immer mehr spüren wirst und immer mehr in dein Leben integrieren wirst. Und ich wünsche dir auf diesem Weg weiterhin viel Freude, viel Erfolg. Danke für dein Vertrauen und Dabeisein. Alles Liebe.